So, meine Freunde, los geht's. Noch ein Teil ziehen hier. Gucken wir mal, was hier überhaupt rauskommt. Bin ich ja gespannt. Torben wir uns einfach so hin. Da passiert nichts. Wer noch nicht kennt, diese Samen sind es. Ich bin gespannt, ob die sehr gut sind. Misch mal. Ich sehe schon was. Oh ja. Oh ja, da sieht schon was. Da kann das dann drauf regnen. Und ich nicht. Und dann machen wir mal die zu. Und dann was? Neben die Himbeere, die ich gestern gekocht habe, passt doch. So. Da müssen wir umgucken. Mal gucken. Oh, da war Wasser hin. Das? Ach, hier ist auch viel noch viel drin. Also. Hier ist echt gut drin. Oh. So, da gießen wir jetzt mal an, Leute. Die schönen Sachen. Vorne können wir auch ein bisschen noch angießen. Da kann so wachsen und alles. Da passt das nicht. Wir müssen nämlich eine trockene Ecke. Da wachsen die Uhr. Hoffe ich sehr, mal gucken. So, weiter geht's zum nächsten Teil. Zum nächsten. Die wächst jetzt hier rein, dass sie hier hochwachsen kann. Hoffen wir mal, das klappt alles gut. Aber sowas Neues, das finde ich schon.
Hier haben wir jetzt was ausgesehen, da passt das. Gut. Davon wandern wir mal weiter. Und zwar machen wir jetzt Pippe Petersilie. Kommt vorne rein, da haben wir schon mal was abgebaut. Folgt mir einfach. Oh, und das ist schön geworden hier. Das alles wächst hier. Verrückt. So. Peter und Silie. Mal Peter und Silie. Wundert euch nicht, wenn das hier irgendwie surrt. Das sind Bienen. Das ist sie sogar. Die Biene. Diese Maria. Da ist eine. Ah, alles gut, Hummel. Der kommt jetzt in Richtung. Da war schon Peter, sie. Das Gelombe wächst vorher. In Massen. In Massen. Wenn es uns gar nicht aus der zu suchen hat, die kommt eigentlich wieder rein. So, damit, Pusche. Wenn man eine dicke Feder sieht, aber vieles kommt hier nicht. Machen wir auch gleich mal was frisch hier für die. Andere Zeug. Wahrscheinlich ist sie nicht Rinderhot. Aber die ist eigentlich Rinderhot, ja. Petersilie. Zweimal Petersilie. Also ich dachte, passt auch. Da passt das auch. So. Hier haben wir alle Kuchen. Aber du kannst die Schraube drin. Also das ist sehr schön. Hätte ich nie gedacht. Der scheiß Wurzelgelumbe kommt auch wieder. Die Schnittlauch bleibt auch schön. Nein, passt. Mal hier was daneben. Und die scheiß Unkraut. Das ist überall, das Gelumbe. Und mal hier daneben. Kann die anwachsen. Da haben wir zwei Dinge, die wir mal wirklich an die Gabelei.
die Käse noch wechselt, wenn man das nicht geben. Ja, wenn ich das abrufe, passiert eigentlich nichts, aber die Wurzel doch zu mir abrufen. Ja, ich also immer dran denken, wenn der Schnitt läuft, soll ich draus machen oder so. Oder Unkraut, das kommt wieder. Das ist der Schnittler. Und so. Das kommt alles wieder. Das kommt alles auf den Hänger auf. Poppern. So, gut. Jetzt haben wir hier Platz gemacht, da kann man dort was hinmachen. Dann haben wir wieder was. Oh, herrlich. Sehr schön. Gut. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen weg. Wechseln jetzt. Hinter. Muss das gut mal wechseln. Ja, Leute. Hier können wir noch ein bisschen Rundgang machen. Das Neueste ist ja jetzt, wir haben gestern aber eine Stachelbeere